Donnerwetter, da fliegt ein glatt weg, der Schuh weg. Wow, guck mal. Hier regnet es Schuhe. Cool. Hey, der sieht ja aus wie meiner. Echt? Oh. Der riecht doch wie deiner. Oh, ja, tatsächlich. Uiuiui, bist du eine Marke. Ja, jetzt haben wir uns ja alle begrüßt, nicht wahr? Ja, jetzt kannst du den Kindern doch zeigen, was wir ihnen zu ihrem Fest mitgebracht haben. Ach so, ja, hier. Moment, ja. Das ist wohl dein Schnottertuch. Und das da Loch? Das Loch da drinnen bestimmt zum Popeln, was? Hier wird nicht gepopelt. Vielleicht in der anderen Tasche. Ja, in der anderen Tasche bestimmt. Nein, also, da ist nichts drin. Vielleicht in der Hosentasche? Ach, in meinen Hosentäschchen, genau. Ja. Oh, die sind aber klein. Oh. Oh mein Palimo! Jetzt fällt's mir ein. Was denn? Mann, wir sind heute Morgen aufgestanden. Aufgestanden schon, ja. Ja, und dann habe ich das da Geschenk doch mitgenommen zum Auto. Hab das oben raufgestellt. Und dann sind wir doch wie ein Sausewind hierher. Und das Geschenk ist dann einfach... Es liegt jetzt da einsam und allein. Ist nicht so schlimm, in der Sonne wird's schön gekocht. Och, Palimo, aber was machen wir denn jetzt? Wir können doch hier nicht ohne irgendwas... Doch, ich weiß, was wir machen. Was denn? Wir tun so, als hätten wir gar nichts vergessen. Coole Idee. Oh, was denn? Das merkt jedes Baby. Wie, Babys gibt's hier? Ja, aber das merkt jeder. Ach so. So geht das nicht. Hey, wir könnten noch was anderes probieren. Was denn? Wir erzählen den Kindern eine Geschichte. Wow. Eine ganz fürchterliche Geschichte. Die uns selber mal passiert ist? Genau die meine ich. Wollt ihr die hören? Ja! Cool. Okay, wann fange ich an? Am Anfang. Wo fange ich an? Am Anfang. Okay. Eines Tages geschah es, ihr Lieben. Da hatte Paulinchen und ich, der Palimo, Urlaub. Hä? Ist Urlaub was Schlimmes? Kinder, ist Urlaub was Schlimmes? Nein, das ist nur schlimm, wenn der Urlaub zu Ende ist. Hast du recht. Also, Mutti, ob du auf die andere Seite gehst, das lenkt doll ab. Dankeschön. Wo war ich stehen geblieben? Abgelenkt, Mutti. Siehst du schon passiert? Abgelenkt, ja, da hast du schön... Am Anfang warst du. Ach so, ja. Also, es ist nur schlimm, wenn der Urlaub zu Ende ist, nicht wahr? Also, wir hatten Urlaub und sind mit all unseren Freunden vom Zirkus dorthin gefahren, wo es ganz viele hohe Berge? Berge gab, genau. Es war kalt draußen, also war das so, wie soll ich sagen, so... Ja, das war... Da kam ja Schnee von oben runter und es war kalt und wir sind da mit unseren Freunden hingefahren. Ja, mit der Lokomopfeife. Genau. Ja, aber kaum am Bahnhof angekommen... Ich raus aus dem Zug. Komm her. Ich hinterher. Wir waren aber nicht dumm. Wir haben ja unseren Schalütten mitgenommen. Genau. Hol mal die Schlitten raus, ja? Guck doch Nächste mal. Mutti kriegt wieder hin. Ist er nicht süß? Ja, sehr süß. Guck. Ey, das ist mein Schlitten. So, ist jetzt eine Briefmarke. Oh, na toll. Ja, ich bin noch keine Post. So, aber ich hol meinen Schlitten raus, ja? Wow. Der ist ja riesig. Ja, ich hab was zu kompensieren. Ja, ich weiß, aber könnten wir dann beide mit dem Schlitten? Na klar. Und dann, Kinder, ging's ab in die Berge. Na klar. Dann über den Stoppelacker, nicht wahr? Ja, das war mehr ein Stolperacker, was? Bitte? Und dann quer durch den Wald. Ah ja, wir mussten ja aufpassen. Nicht, dass wir mit unserer kleinen Stupsnase BÄM gegen Baum gelaufen wären. Hätten wir nachher eine ganz dicke rote Nase. Paulinchen. Was denn? Da muss mal eine Birke gegen gelaufen sein. Wow, hab ich gar nicht gemerkt. Aha. Hey. Boah. Hey, hier spielt die Musik, ja? Also, plötzlich vor uns, was soll ich euch sagen? Ein riesengroßer Berg, Mann. Wir mit unserem Schalütten, nix wie hoch auf die dicke Möhre. Möhre? Ja, so heißt der Berg. Endlich oben angekommen. Wie sportlich. Danke. Dann gleich auf dem Schlitten drauf. Und dann ging's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, was machst du denn, sieben. Ich hab Schiss. Schiss? Ja, das ist so hoch. Ich komm mit. Okay. Kommst du mit, ja? Ich bin da. Okay, geht also los. Eins, zwei, drei,
4. Mein Schlüpf. Oh, mein Schlüpf. Mein Schlüpf. Vorsichtig. Mensch. Oh, Entschuldigung. Was ist jetzt los? Falsch rum. Hä, das hat noch keiner zu mir gesagt. An die Mütze. Ach so, die Mütze. Und dein Schlitten ist ganz lang die Berglang runter. Ich also hinterher galoppiert. Drip, 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 drip. Hey, das ist mein Schlitten. Und dann ging's wieder hoch auf die dicke Möhre. Möhre, ja. Wieder oben angekommen, wieder drauf auf den Schlitten. Ja. Diesmal sitzt du aber vorne. Na gut, macht ja Spaß. Ja, es ging also wieder los. Ja, schön vorsichtig, ja. Ja, eins, zwei, Moment mal. Was denn? Wir fahren hier Schlitten, ja. Drei und... Ein Sause ging die Berge runter, wieder hoch, wieder runter. Alter, wieder hoch, die ist aber wieder schnell. Donnerwetter. Ja, was machst du denn da oben? Ach, ich guck fern. Ohne Fernsehen geht wohl nicht, was? Ja. Aber wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Bis es ganz spät geworden ist. Es wurde schon dunkel. Deshalb sind wir schnell nach Hause gelaufen. Hey, Schlitten vergessen. Oh, Schlitten vergessen. Jetzt aber schnell nach Hause. Zu Hause angekommen, rein in die Stube. Wir sagen, hallo, wir sind da. Aber da war gar keiner. Oh, wo sind die denn? Du rüber, ganz leise in die Schlafstube. Ach, gute Idee. Ja, ganz leise in die Schlafstube. Mach die Tür auf und sag, hey, hallo, ich bin da. Na, da hat bestimmt keiner mehr drin geschlafen. Aber da war auch gar keiner. Ach so, ich rüber zum Klo und sage, hallo, Klo. Da war auch keiner. Da hat nicht mal einer gesessen und gemacht. Aber wir hatten noch eine Chance. Genau. Wir rüber in die Küche, machen den Kühlschrank auf und sagen, hallo, wir sind da. Da saß aber auch gar keiner drin. Dem war das völlig Wurst. So ein Käse. Wo sind die denn alle? Oh, Paulinchen. Was denn? Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den... Ja, bitte. Augenbrauen. Na klar. Die sind ja alle in die nächste Stadt. Unser ganzer Zirkus war in die nächste Stadt gefahren. Weil wir zu spät gekommen sind? Oh, da sind wir ja jetzt ganz Kevin. Quatsch, alleine. Meine ich ja. Das heißt ja, weil wir zu spät gekommen sind. Traurig. Oh, weia, das ist ja echt furchtbar. Das ist ja... Oh Gott. Palimo! Oh, Palimo, du musst halt nicht... Mal. Nein. Hier, halt du mal. Mal, dann stecke ich jetzt ein. Palimo, du musst nicht traurig sein. Ich muss nicht traurig sein? Wir sind gar nicht alleine. Guck dich doch mal um, die Kinder sind doch noch da. Ach ja. Und da kommt mir eine geniale Idee. Hier bin ich. Eine geniale Idee. Ja? Und zwar, wir könnten doch gemeinsam, also wir und die Kinder, alle gemeinsam heute einen neuen Zirkus aufbauen. Helft ihr uns dabei? Ja! Hey, super, da freue ich mich. Da freue ich mich. Palimo, freu dich nicht so früh. Als erstes brauchen wir einen Zirkus. Das ist ganz wichtig. Und schwer ist das. Schwer? Ja. Hast du einen Zirkus? Ja. Mein Spielzirkus? Ein Spielzirkus, den benutzen wir. Den müsst ihr mal gucken. Oh, guck mal den. Der sieht super aus. Mein Spielzirkus, ja, normalerweise. Mein Spielzirkus. Passen da ganz viele Menschen rein. Oh, ja, aber der ist schön zum Spielen. Ja. Ja. Aber das ist trotzdem nicht so einfach. Oh, wir brauchen noch einen Chef. Einen Chef vom Zirkus. Kinder, wisst ihr, wie der Chef vom Zirkus heißt? Direktor! Nein, stimmt, nein heißt er nicht. Karl-Heinz? Fritz? Direktor! Das ist der Zirkusdirektor, genau. Wer von euch möchte den Zirkusdirektor spielen? Ich! Okay, komm her, mein Großer. Hey, der hat doch geschrien. Ja, ich hat er geschrien. Heißt auch ich? Fragen doch. Guten Tag. Ich? Wie heißt du? Doch nicht. Ich heiße Palimo. Das ist Matthäus. Hi, Matthäus. Na, wie geht's? Was geht ab, Alter? So, okay. Matthäus? Matthäus ist jetzt unser Zirkusdirektor. Ich finde, der sieht nicht aus wie ein Zirkusdirektor. Nee, der sieht ja aus wie Matthäus. Ja, vielleicht könnten wir ihn verkleinern. Nee, klein genug ist er schon. Aber verkleiden könnten wir ihn. Hey, gute Idee. Verkleiden wie ein Zirkusdirektor. Da hab ich was. Ja. Palimo. Super. Hat der Direktor vergessen? Ja. Los, schlüpf mal rein hier. Spring mal rein hier, Matthäus. Wenn du nicht, dass du den Schnupfen kriegst. Na, bei dem Wetter. Matthäus, hier rein. Oh, super. Jetzt sieht er gleich kompetent aus. Schick, schick. Und könntest du ihn mal drehen? Matthäus? Ja! Ich finde, der sieht aus wie ein Pinguin. Echt? Da fehlt noch was. Ach so, ein Zirkusdirektor muss in der Schule ganz fleißig üben. Ja, und danach studieren und dann kopieren. Hey. Ach nee, das machen ja nur die Regierungsbeamten. Deshalb sehen die immer so intelligent aus. Matthäus, darf ich mal? Siehst du ganz süß aus. Oh. Und? Jetzt, sieht,
Jetzt sieht er aus wie Harry Schlotter. Harry Schlotter? Wer ist das? Der Bruder von Harry Potter. Ach so. Guck mal. Und hey, dein Hütchen, guck voll hier. Cool. Perfekt. So. Jeder Zirkusdirektor hat im Zirkus eine ganz wichtige Aufgabe. Der muss nämlich den Künstlern, wenn die fleißig sind, die Pinke Pinke überreichen. Und die haben wir da drüben in diesem roten Mülleimer. Tada! Was denn? Das ist rot. Das ist... übrigens ist das, Ein Koffer? Ja. Ich wusste es. Also in diesem roten Koffer... Nein. Und Moment mal, Moment mal, der ist blau? Ja! Etwa so blau wie die Feuerwehr? Nein! Ihr habt wohl noch keinen Feuerwehrmann nach Hause kommen sehen, was? So blau! Die löschen immer ganz doll. Ja! Aber in so blau wie der Himmel? Ja! Ah, verstehe, verstehe. Okay, und da ist die Gage für die Künstler drin. Herr Direktor? Horch mal. Hört sich gut an, was? Du darfst doch mal einen Blick reinwerfen, bist ja der Chef. Aha. Stopp, nur einen Blick, sonst ist der Koffer voll. Voller Blicke. So. Den kannst du jetzt an dir nehmen und jetzt braucht er noch ein Büro. Wow, ich habe die ganze Nacht geschuftet, Matthias, nur um dir ein Büro zu zaubern. Guck mal, da habe ich es hingebaut. Ach, du warst die ganze Nacht bei Ikea und hast geschafft. Petze. Ja, guck mal, kannst du dich hinsetzen? Okay, kannst du dich hinsetzen, Opa. Das ist der Direktor. Ach so, meine ich aber, der sieht aus wie mein Opa. Na toll. Sag mal, Matthias, du hast wohl noch nie einen Chef arbeiten sehen, was? Zeig ihm das mal. Ich? Ja. Na gut, Matthias, lehn ihn mal zurück. Mach's dir gemütlich. Tu so, als hättest du viel zu tun. So. Wie ein echter Chef halt. Genau, musst du ab und zu mal bei eure Leiterin reingucken. Ja, musste mal. So, jetzt haben wir unseren Direktor, unseren Zirkus. Jetzt brauchen wir noch eine Ansagerin. Wer von euch kann gut sprechen? Du kannst gut sprechen? Auch ohne Zähne vorne? Gut, komm her, meine Süße. Das ist ja nicht so schlimm, Max, danach. Der hat ein Loch im Zaun vorne. Stell dich bitte hier hin, meine Süße. Oh, die ist aber groß. Guten Tag, wie heißt du? Oh. Das ist Stella. Ich heiße Palimo. Oh, das weiß ich doch. Das ist Stella. Hi Stella. Stella ist ein schöner Name. So wollte ich auch mal heißen. So, Stella, jetzt müssen wir kontrollieren, ob du auch gut sprechen kannst, ja? Ja. Sprich mir mal bitte laut und deutlich nach. Die ganze dritte Treppe krumm. Stella, war ich zu schnell, oder? Ey, Kumpelchen, das war zu schnell. Okay, ein bisschen langsamer, ja? Ja, bitte. Okay, also. Die Katze drückt Stella, Mama, plötzlich klär das mal, ja? Was denn? Das war viel zu langsam. Oh, ich probier's das nochmal mit mittlerem Tempo, ja? Normales Tempo. Okay. Hoffentlich geht das noch. Stella, Stella. Soll ich das jetzt sagen? Nein, ich sag das. Gut, ich stell dich mal hin. Was war denn eben? Eine Mücke. Aha. Noch eine Mücke. Hey! Okay, das habe ich gesehen. Stella, die Katze tritt die Treppe krumm. Mücke. Aha. Okay, Stella, jetzt Mücke. Du. Die Katze tritt die Treppe krumm. Und jetzt machst du so Pup. Mücke. Hier gibt es ja Mücken, die sind so groß wie Elefanten, was? Ja, Elefantenmücken. So, Stella, müssen wir auch noch ein bisschen verkleiden. Na gut. Als erstes kriegt Stella erstmal eine vernünftige Nase. Oh, oh. Was denn? Oh, oh. Was denn? Die Nase hab ich. Okay, Stella, komm mal her. Machen wir aus dir mal ein hübsches Kind, ja? So. Ja. guck mal, hast du wohl mit dem Popo drauf gesessen? Das sieht eher aus wie dein Popo, der da drauf gesessen hat. Hä? Ja. Stella, ich habe eigentlich gehört, hier soll es ganz schön gefährlich sein, wo du lebst. Ja, habe ich auch gehört. Hier soll so einiges von oben nach unten fallen, wie zum Beispiel Schnee, Regen, Marmelade, Schokolade, Bonbons. Nächste Woche wird es ganz gefährlich, da kommen Mistforken mit der Gabel nach unten. Ja. Und ich glaube, dafür hat sie jetzt einen Sturzhelm verdient. Genau, die hat schon einiges abgehalten. Ein Sturzhelm. Wow. Sind die riesig hier. Okay. Aber ich habe noch was ganz Tolles. Was denn? Ein echtes Bild von einer echten Ansagerin. Ach so? Ja, pass mal auf, habe ich dabei. Das ist ja ein Ding. Ein echtes Bild von einer echten Ansagerin. Boah! Boah. Falsch rum. Guck mal, ist es nicht hübsch?
Guck mal, Walli, wo. Boah, so ein hässliches Bild habe ich ja noch nie gesehen. Nein, es sind schöne Bilder drauf. Hey, von dir habe ich auch ein Bild. Guck siehst mal hier. Du, die sind schön. Schön, was? Von Ihnen habe ich auch ein Bild. Wollen Sie mal sehen? Hey, lieber nicht. Wir wollen ja keiner schrecken. Ja, da hast du recht. Gib mal lieber her wieder. So, Stella, du darfst dich jetzt neben Opa ins Büro setzen. Hey, das ist unser Direktor. Ja, meine ich ja, meine ich ja. So, jetzt aber falls dir zu warm ist, zieh sie ruhig aus wieder her. Ja. Jetzt können die ersten... Aber nicht die Schlüpfer. Jetzt können die ersten... Jetzt können die ersten... Akrobaten. Jetzt können die ersten... Hast du einen Schwungakrobaten? Jetzt können die ersten Akrobaten kommen. Ja, das sind chaotische Typen. Jongleure, die so Sachen hochwerfen, wieder auffangen, wieder hochwerfen, wieder auffangen, wieder hochwerfen, wieder auffangen. Mit den Händen. Da denkst du mit dem Po? Hat vielleicht jemand Lust, hier vorne... Junge und Mädchen brauchen wir. Wo ist ein Junge, wo ist ein Mädchen? Ein Mädchen habe ich schon. Ich habe auch schon einen Jungen. Wo denn? Da drüben, du in grün. Kannst kommen. Die sind alle in grün heute. Ja. Mann, ich sehe nur noch grün. Komm her, mein Großer. Hier vorne bin ich. Stellt euch mal bitte hier nebeneinander hin. So. Eine links, der du andere am besten rechts. Hier und du hier, egal wo ihr steht, Hauptsache ihr steht hier vorne. So. Stell euch erst mal vor, ja. Okay. Na klar. Tag schön. Ich bin Paulinchen. Wie heißt du? Das ist Franzi. Und wie heißt du? Hier, ich bin's. Marc? Marc. Ich heiße Palimo. Das weiß ich. Schau. Das ist okay. Marc und Franzi. Okay, also ihr Lieben. Die brauchen erstmal Jongleure. Jongleure brauchen was zum Jonglieren hier. Pass gut zum Schlüpfer. Woher weißt du das? Oh, pass mal auf, pass gut zum Basecap. Hey! Gut zu deine Strümpfe. Hat doch gar keiner an. So, jetzt kommen die ersten Jongleure, ja? Also, das sind für euch. Jetzt habe ich eure Namen schon wieder na, vergessen, toll. Dussel. Ich weiß, was ich mache. Ich nenne euch zwei hier vorne, genauso wie meine beiden besten Freunde zu Hause. Du hast die kleinen. Freunde? Die kleinen weißen Mäuschen. Ach, die? Die heißen Susi und Willi. Also, ihr Lieben, jetzt hier für euch. Susi und Willi. Oh, du siehst ja aus wie Willi. Falsch rum. Ich meine andersrum. Entschuldigung. Okay, also, für euch jetzt hier vorne. Willi und Susi. Umgedreht. Das sieht doch nicht aus wie Susi. Umgedreht. Umgedreht, da sehe ich die Kinder gar nicht. Nein, ich meine die Namen. Oh Mann, das ist ja echt so. Hey, wir haben doch eine Ansagerin. Na Klo, komm mal ran auf den Metermuck. Klo, komm mal her. Ich hole das Mikroskop. Was? Wir brauchen ein Mikrofon. Oder das. Nimm mal in die Hand. Ich werde dir jetzt immer was vorsagen, ja? Ins Ohr. Hier und darf du, ich das und du mal. Sprichst es da rein, ja? Okay. Hier in der Schule. Vorsagen, nee, darf man ja nicht. Aber hier dürfen wir es jetzt. Geh mal einen Schritt nach vorne. Willi, halt mal fest. Susi, halt mal fest. Das sind Susi und Willi, ja? Oder hast du geschlafen? Nö. Kapiert. Gut. Susi, festhalten. Was? Okay, wir machen es einfacher. Liebe Kinder. Liebe Erwachsene. Wir beginnen uns über dem... Nee, wir beginnen mit unserem Programm. Das schaffst du. Konzentration. Ja, Konzentration. Wir beginnen mit unserem Programm. Genau. Als erstes? Als erstes. Susi und Willi. Wir begrüßen Applaus. Na ja, klar! Das ist Steno, hat doch aber jeder verstanden. Guck! Schreib mal nicht so. Super! Hey, kannst du dich wieder hinsetzen, hast du super gemacht. Prima! So, als erstes wird uns Willi zeigen, wie er seinen Ball hochwirft und wieder aufsenkt. Stopp, Willi. Naja, das war ja nix, was? Hey, wir haben ja auch gar nicht gesagt, auf die Plätze, fertig, los. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Das war schon besser. Das war aber nicht in den Himmel. Richtig hoch in den Himmel. Warte, wir machen das, wir sehen das mal von Susi, ja? Auf die Plätze. Fertig. Hoch in den Himmel. Boah, Alter, Falter, hast du das gesehen? Ah ja, ob die das schwer. Auch zusammen können? Wie, dreimal? Ja. Wir zählen alle gemeinsam mit dreimal hintereinander. Auf die Plätze, fertig, los! Eins! Laut mitzählen! Zwei! Vorsichtig! Und? Drei! Ja! Hast du super gemacht! Super, Willi, hat geklappt, siehst du? Ja, habt ihr schon applaudiert oder habe ich's überhört? Man kann das aber nicht nur mit einem Ball.
sondern man kann da auch mehrere Bälle nehmen. Ich zum Beispiel habe das zu Hause ganz fleißig mit 3 Bällen geübt. Und zwar ganz fleißig. Ich kann jetzt behaupten, ich bin der einzige Clown auf der weiten Welt, der mit 3 Bällen jongliert. Alle anderen nicht mehr. Ich habe es nicht gehört. Okay, ihr könnt ja mal alle die Daumen drücken. Alle mal die Daumen drücken. Ja, die Ameise da unten drückt auch die Daumen. Habt ihr gesehen? Okay, und jetzt... Hey, cool! Hey. Pass auf, dass sie nicht abhauen, ja? Ach, da passiert mal ganz genau. Oh, jetzt sind die weg. Oh, Moment mal, Mann. Dann muss ich meine Ballschutzbrille aufsetzen. Meine Ballschutzbrille. So, wo sind jetzt meine Bälle? Dankeschön, schmeiß mal her, aber ich bin Mädchen, also... Oh, dankeschön. Dankeschön. Und hier, Palimo, hast du deine Bälle? Die anderen Bälle könnt ihr mir auch herwerfen. Hallo? Das sind doch die Köpfe. Och, das sind eure Köpfe. Nee, die könnt ihr behalten. Das hat man nur von der Klobrille was. Ja. So wird es aber schwieriger. Und zwar werden Susi und Willi das Publikum mit einbeziehen. Und das seid ihr. Und zwar wird Susi und Willi ihre Bälle ganz schnell hin und her werfen. Ganz schnell hin und her, hin und her, hin und her. Und erst nach dem Kommando, was ihr gebt. Auf die Plätze. Fertig. Hau rein, Susi. Und voll auf den Zeh. Und zurück zu Willi und Susi. Schneller. Ja, wir sind ja nicht auf dem Radbefehl. Oh ja, oh Alter, Alter. Das war ja topmäßig. Super. Und links außen. Jetzt, schnell wieder zurück, genau. Oh, oh, ist doch nicht da unten, ist doch keine Ameise. Da unten, oh, die Willi-Ameise. Wieder zurück. Ist das deine Freundin? Mach doch woanders hin hier. Oh, voll auf die Birne gekriegt. Oh, okay, zurück und stopp. Hey, hey, hier wird nicht gestritten. Hey, hey, schmeißt mal wieder her. Was? Gott sei Dank ist das ein aufbaubares Ding. Das hätte ich eine Gehirnerschütterung. So, Paulinchen? Ja? Man kann das nicht nur mit runden Gegenständen, wie zum Beispiel Bällen, rohen Eiern, sondern auch mit solchen Keulen hier. Pass mal auf, ich habe das auch mal schon ganz fleißig geübt. Cool. Auf Toilette. Und warum auf Toilette? Ja, Mutti sagte mal, geh auf Toilette, da machst du nichts kaputt. Aha. Außer die Brille. Du hast doch gar keine Brille. Na doch, die Klobrille. Ach, die. So, okay. Ihr könnt alle wieder die Daumen drücken. Es geht los. Wow. Hey, jetzt schaut mal her. Das ist mein Palimo. Das klappt. Cool. Das lohnt sich, was? Ja, das, aber ihr habt gar keinen Sturzhelm. Oh, das ging aber gut. Alles gut gegangen. Ich habe die Dinger wieder gefangen. Cool, mein Freund. Naja, aber jetzt wird schwierig. Ihr beide werdet jetzt eine Passage werfen. Das heißt, Susi wirft ihren Ball zu Willi und Willi ballt seinen Ball sofort in dem Moment auch zu Susi. Hey, das wusste Susi. Ah, so super. So, seid ihr bereit? Ja. Das Kommando? Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, ne, also, da. Hat das geklappt? Ja, das noch will mal, ich noch mal sehen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Boah, ich wusste es. Das hat doch nicht geklappt. Alle guten Dinge sind 3. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, hey, genial! Super! Jetzt könnt ihr mir die Bälle wiedergeben. Ja, danke, danke. Oh, guck mal, jetzt sehe ich aus wie eine Mutti. Kommt mal beide her, ihr habt euch was ganz Tolles jetzt verdient. Der Chef kommt nämlich zu euch. Stellt euch mal hierher. Chefchen, Herr Direktor, wir brauchen jetzt die Belohnung. Den Eimer, den Koffer. Komm mal her, ich helfe dir, ja? Jetzt gibst du den beiden Künstlern mal was Leckes aus dem Koffer raus. Einmal für Susi und einmal für Willi. Oh ja, das schmeckt sehr gut. Das habe ich schon 14 Tage in der Hosentasche. Ich glaube, das solltest du vielleicht meinen. Ja. Nimm mal lieber das, genau. Genau. Das ist ein großer geworden. Das, Susi und Willi. Einmal für dich. Schönen Schrank. Oh, einmal schön für dich. Schrank. Warte mal, und jetzt Willi, noch. Das ist auch Moment so einer mal. Geworden. Robin, hör doch mal auf. Was ist das denn? Pali, wo hast du da mit dem Popo drauf gesessen? Nein, das war die Hitze. Immer lieber das wieder. Obwohl, das kannst du auch noch nicht. Okay, nochmal eine ganz große Verbeugung. Oh ja, eine große Verbeugung. Große Verbeugung. Und? Genau. Und? Auf die Platz marschieren. Auf Platz marschieren. Und Winke, Winke machen. Winke, Winke. Hat der Tomatenketchup auf dem Rücken oder was? Ja, das ist bei Berlin riesig. Das ist Spaghetti. Deswegen sieht der aus wie ein Spaghetti, was? Ja. Dachten die Leute, da kommt Tomatenketchup drauf. Und sie sind auf Platz angekommen. Sie sind angekommen. Als nächstes, liebe Kinder, kommt zu uns eine junge Dame. Die wird auf dem Seile laufen. Eine Seiltänzerin. Das ist ganz gefährlich und spannend. Und ihr setzt euch mal am besten hin, weil die hinteren Kinder können gar nichts mehr sehen. Genau. Wer möchte die Seiltänzerin spielen? Ich? Nein, wir haben da schon eine andere. Du darfst kommen, meine Süße. Mama.
würde auch gerne mal auf dem Seil tanzen. Ja, kannst du schon. Stell dich mal bitte hierher. So, wer steht denn hier vorne? Ich frag mal. Guten Tag, ich bin Paulinchen. Wie heißt du? Das ist Hanna. Palimo. Das weiß ich doch. Das ist Hanna. Hi, Hanna. Grüß dich. Bist du schon verheiratet? Hey! Das habe ich gehört. Okay, also, Hanna, du bist jetzt unsere Seiltänzerin. Ja. Eine Seiltänzerin hat was Schickes um. Echt? So was hier. Guck ganz mal. Schickes, pass mal auf. Palimo, das ist für Hanna. Ach so, ja. Komm, Hanna, mach dich mal nicht so dick. Die ist gar nicht dick. Nur mal die Stützfäden raus. Das stimmt, so. So schick. So. Jede Seiltänzerin hat selbstverständlich auch einen Balancierschirm. Hab ich, bitteschön. Prima, kannst du damit umgehen, Hanna? Na klar, das ist doch Popel einfach. Hier, halte einfach unten fest, ja. Oh. Na gut, ich sag dir ja Popel einfach. Stell dir mal vor, das Ding wäre in meiner Nase aufgegangen. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Jetzt brauchen wir noch ein Drahtseil. Ein Seil? Ein Seil. Habe ich sowas Ähnliches. Oh, echt? Meine Vanillespaghetti von gestern Mittag. Oh, mit Erdbeersoße? Nein, Tomate. Rest von dir. Passt mal auf, ich halte das jetzt stramm vor mich her und Hanna läuft drauf lang. Leg mal los. So geht das nicht. Pass mal auf, ich zeig dir das, wie das geht. Was? Lass mal los. Was denn? Lass mal los. Hab ich doch. Das geht ja gar nicht. So, pass mal auf. Ich gucke nämlich Fernsehen. Und Erwachsene sagen ja immer, Fernsehen bildet. Ne? Jetzt zeige ich euch mal, was ich im Fernsehen gelernt habe. Das kann ja was werden, Hanna. Wir gehen mal lieber einen Schritt zurück, was, Hanna? Geht los, ja? Ja, ja. Bei uns werden sie geholfen. Ich wusste es. Palimo? Ja? Fernsehen macht doof. Ja, das glaube ich auch. Aber ich weiß, was wir machen. Was denn? Ich brauche zwei kräftige Burschen. Oh, zwei Masken. Okay, ihr beide, da kommt ihr. Das ist ja toll. Spider-Man und Superman. Hilfsbereite junge Männer. Ja. Einer rechts, der andere links oder umgekehrt. Mir egal. Hauptsache, du stehst rechts, du stehst links. Schönen guten Tag, wie heißt du? Lukas. Ist doch nicht so schlimm, macht ja nichts. Hey. Ja, Lukas. Der Lukas? Der Lukas? Oh, schade. Guten Tag, wie heißt du? Wie? Raul, darf das keiner wissen? Oh, jetzt habe ich's gesagt, Raul. Das ist doch nicht so schlimm, Raul. Hat sich sowieso keiner gemerkt. Raul, halt das mal bitte fest. Geh dann auch mal bitte zurück. Gehst du noch ein bisschen hin? Stopp! Stopp! Ja, aber wollt ihr nach Hause gehen? Komm mal wieder ran auf den Meter. Stopp! Hanna? So, Hanna, du kannst dich schon mal drauf tun auf Seil. Aber doch nicht runterfallen. So, und dann brauchen wir jetzt unsere Ansagerin. Komm. Frau Ansagerin? Ist ja kaum noch zu erkennen hier. Ich hole das Mikroskop. Das Mikrofon. Meine ich ja. Hier, halt das. Hanna ist doch gut zu erkennen. Sie ist so warm. Genau. Hanna ist ja nicht die Ansagerin, meine ich. Beginne. Nein, liebe Kinder. Liebe Kinder. Jetzt kommt unsere Seiltänzerin. Wir wünschen euch viel Spannung. Und viel Applaus. Mensch, das war super. Hanna, das war die Hanna. Das ist Hanna. Ja, ganz toll. Mensch, Frau Ansagerin, wie war dein Name nochmal? Hanna, erzähl es gerade. Stella, natürlich. Kinder, wenn es im Zirkus spannend wird, macht das Orchester einen Trommelwirbel. Macht mal einen Trommelwirbel. Trommelwirbel auf den Schenkel. Okay, genau. Hanna, und jetzt kannst du loslaufen. Hanna, vorsichtig. Und ich runterfallen. Vorsichtig, lauter. Und dann anfallen. Oh, das ist ganz schön schwer. Guck mal. Runterfallen. Und abspringen. Abspringen. Nicht ablatschen. Ehrlich, ablatschen doch nicht mal wieder auf. Nochmal rauf. Trommelwirbel. Und abspringen. Hanna, abspringen. Ja! Oh, so war das spannend, Alter, war das spannend. Meine Nerven schleifen am Boden. Prima. Okay, Hanna, den können wir jetzt wieder zusammen machen. Toll, Hanna, hast du geschafft. Und, Entschuldigung. Ja. So, Hey, vielleicht solltest du das mit dem bösen Blick versuchen. Oh ja, mit dem bösen Blick. Aber mach dir nicht in die Hose, ja? Okay. Nee, so geht das nicht. Hey, ich weiß, wie das gehen könnte. Da gibt es so ein kleines Zauberwörtchen mit B. Wie heißt das doch? Was? Genau, bitte. Helft mal alle mit und sagt, bitte, bitte, lieber Schirm, bleibe zusammen. Bitte, bitte, lieber Schirm, bleibe zusammen. Hey, das klappt. Siehst du, du Knallkopf. Hey, Palimo, Knallkopf sagt man nicht. Oh, entschuldige, lieber Schirm, und bleibe bitte, bitte zusammen. Ja. Der hört ja besser als meine Frau. Das habe ich gehört. Und ihr beide seid, Entschuldigung, habt eine Belohnung verdient. Kommt mal ran. Hanna, du kommst mal hierher, bitte. Die Bagadettis sammle bitte ich wieder hierher. Ein. Eine Belohnung kriegen, liebe Kinder. So, Herr Direktor,
Nur die Kohle ran. Kinder. Komm, sag mal bitte in Geberlaune. Die Cola, ich gebe nicht die Cola. Die Kohle, komm her, Chefchen. Jetzt such mal nicht so eine Matsche-Dinger raus, sondern such mal ordentliche Gage raus hier. Ja. Matsche-Dinger hier, sind draufgesessen überall. Ja, nicht so, ja, sind doch drei, ja genau. Haben wir's? Ja, haben wir's. Okay, Herr Direktor, einmal, zweimal, dreimal, vier. Oh. Und einen großen Applaus nochmal und eine Verbeugung. Verbeugung, Verbeugung, Verbeugung. Genau. Und auf den Platz marschieren. 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 Winke, winke macht man. So macht man. Hanna. 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 Macht man nicht. Man winkt doch. Genau. Ja. So, ihr Lieben. Jetzt kommt ein Künstler, der kommt aus dem Ausland und der heißt rein zufällig Aladdin. Der kommt aus der Türkei. Wer möchte den Künstler spielen? Ich muss noch dazu sagen. Muss ja ein Junge sein, ne? Das ist ein Fakir. Okay, dann nehmen wir den. Wen? Den. Wen? Den. Gut. Komm her. Kali. Kali, na, ein bisschen schneller. Ach, Kali, wie heißt du? Was? Schöpfe. Ich hab dicke Strümpfe an. Wie heißt du? Ich heiße Pauline. Vielleicht hat er noch eine Kartoffel im Mund. Wie heißt du? Den Namen, den habe ich auch schwer verstanden. Tut mir leid. Ich habe auch dicke Strümpfe an. Okay. Aber du bist ja jetzt eben halt nicht mehr. Genau, komm mal hierher. Komm her zu mir. Okay, daran du bist jetzt nicht mehr der, der du bist, sondern du bist der, der du mal sein wirst. Nämlich Fakir. Aladdin, ein Fakir. Und jetzt müsst ihr wissen, ihr Lieben, da wo Aladdin herkommt, da hat man ein paar andere Sitten und Bräuche. Man trägt zum Beispiel nicht wie wir ein Basecap, sondern einige von den Leuten tragen einen Turban um den Kopf gewickelt. Guck mal, habe ich mitgebracht. Oh, das war mal dein Schlüpfer, was? Ja, und? Der hatte mal unten rausgeguckt, deswegen habe ich einfach schnippschnapp abgeschnitten. Hast du gewaschen? Natürlich. Okay, da drehen wir dir jetzt einen Turban. Dreh dich mal so rum. Jetzt Aladdin. Zack, die Bohne springt, der Kern, Haselnuss. Falsches Land, wäre eine Mumie geworden. Zack, die Bohne springt, der Kern, Haselnüsse esse ich gern. So, prima. Super. Ja, oh, da wo Aladdin herkommt, da grüßt man sich auch ein bisschen anders als bei uns. Man sagt nicht wie bei uns, hey Alter, was geht ab? Oder, guten Tag, Frau Meier. Nein, das macht man anders. Ja, man verschränkt die Arme über die Brust. Mach das mal. So. Aladdin, mach mal einen Knoten rein in die Hände. Mach mal, so, deine Arme. So, eins, zwei, genau. Ja, genau. Dann macht man eine Verbeugung. Und dabei murmelt man die Worte. Saladalene. Komm, mach das mal. Komm, wir grüßen mal die Kinder. Okay, alle gemeinsam. Und Saladalene. Hey, ihr grüßt mal alle zurück. Alle mal die Arme über die Brust und alle gemeinsam. Und... Oh, hast du gehört? Die essen auch ihren Salat alleine. Sehr lobenswert, sehr gesund. So, Aladdin ist ein Fakir, der braucht eine Trommel. Ja. Eine Fakir-Trommel. Hab ich. Fakir-Trommel. Hab ich. Was ist das denn? Das ist eine Flöte. Ich bin doch keine Flöte. Nein, das ist eine Flöte. Ach so, das ist eine Flöte. Hier, halt mal fest. Probier mal. Ey, doch nicht abbeißen. Ist die so ein Hummel? Sieht gar nicht so aus. So, Grüße, probier mal. Puste mal rein. Ist keine Zigarette. Und pusten. Ein bisschen mehr? Na, mit dem Mund pusten, nicht mit der Nase. Puste mal rein. Mach mal. Mach mal, mach mal jetzt. Mach. Ja, super, super, super. Aladdin ist nicht alleine gekommen. Er hat noch eine indische Bauchtänzerin mitgebracht. Wer von euch kann mit dem Bauch wackeln? Such mal eine aus. Aladdin, du kannst dich jetzt hier hinsetzen. Oh, da sind so viele. Ene mene Mopel, wer frisst Popel? Okay, so. Oh, doch so viele? Ich wusste es, aber du bist kein Mädchen. Aber ich esse Popel. Ja, ich weiß. Das ist hier kein Erzählen. Okay, was ist denn, ich darf meine Große nehmen. Los? Du. Ich hab jemanden. Nee. Und du wirst es mal zeigen. Erstmal guten Tag, wie heißt du? Ja, wollte ich sagen. Das ist Alina. Alina, du kannst mit dem Bauch wackeln, ja? Dann zeig mal bitte. Hi, Palimo, guck mal. Palimo, guck mal. Boah, sexy, sexy, sexy. Alina, da fallen mir ja die Augen raus. Was? Oh, alter Falter. Mach mal nochmal, Alina. Aber irgendwas in seinen Augen. Boah, ja. Tatsächlich, mir fallen die Augen raus. Mann, da geht ja wohl nicht. Okay, nicht. Alina, dich stopp. Nehmen wir. Dich super. Nehmen wir. Mann, als Bauchtänzerin Mann. Braucht man noch eine Gardine um den Kopf. Mann, das ist ein echter englischer Schalalaya. Okay, Schalalaya. Keine Angst, du musst ja nie heiraten, ja? So, und jetzt brauchen wir noch eine Ansage für die beiden, ja? Ich hol das Mikroskop. Mikroskop.
das. Komm mal her, bitte, Frau Ansagerin. Devin, hör auf. Das hast du so super gemacht, das kriegst du jetzt auch wieder hin. Sag's mir mal bitte nach, ja? Liebe Kinder, liebe Verwachsene. Heißt das nicht Erwachsene? Ja, hab ich gesagt, ne? Na gut, ich hab's nicht gesagt. Jetzt kommt Aladdin und deine Bauchtänzerin. Super. Wir wünschen uns... Ja, ist okay. Wir wünschen uns das alle. Wir wünschen uns... Viel Applaus. Viel Krach mit den Händen. Viel Spaß und viel Applaus. Da, super. Gib mir das Mikroskop. Das ist ein Mikro. Ja, oder so. Aber Palimo, was mache ich denn derweil? Du kannst ja auch mit dem Bauch wackeln. Gut. Oder nein, Moment. Wackel lieber mit dem Po, davon hast du genug. Haha. Ha. Und wir beide, wir machen Musik, ja? Bauch mit, bist du soweit? Ja. Einpusten jetzt. Okay, es geht los. Arme breit und los. Kommt mal, Palimo. Ja, dreht euch lieber andersrum, sonst kriegt ihr ein Rechtsgewinde. Wäre schade drum. Ah, ich hab eine bessere Idee. Alle Kinder aufstehen, Finger am Ohr vom Nachbarn und alle mit dem Bauch mitwackeln. Und... Setzen. Oh, bitte setzen. Was ist das? Ui, ui, ui. Das geht ja ganz schön auf den Rücken. Ich würde eher sagen an die Ohren. Ah ja. Aber ganz klar, so wie Aladdin spielt. Aladdin, genug ausgeruht, kannst du mal hochkommen. Bitte. Dein Schalalaya nehmen wir dir jetzt ab. Was? Super. Oh, Aladdin. Der Rasen war nass. Naja, ist nicht so schlimm. Dreh dich schnell wieder um. So, Herr Direktor. Ja? Jetzt brauchen wir wieder zweimal Belohnung für unsere Künstler. Das ist eine gute Sache. Ich helfe gerne. Ich bin ja hilfsbereit. Pass mal auf. Such mal da noch was Leckeres raus, was Essbares. Oh, die salzigen sind ganz gut. Die sind gut. Obwohl, die sind nicht salzig, sondern... Ja, die sind auch noch gut. Sauer sind die, nicht? Und noch eine große Verbeugung. Große und Verbeugung. Ja, genau. Ja, und auf das. Platz marschieren. Genau. Marschieren tut man tot. Ja, da macht man das. Und Winkel-Winkel noch mal machen. Genau. So. So macht man das. Naja, toll war das. Kommt ihr beide noch mal her, ihr Süßen? Ja, Opa auch. Ja, ja, man muss schon was tun hier. Ja, mhm. Stellt euch bitte noch mal hin. Hey, willst du vielleicht jetzt was sagen? Oh ja, ich hole schnell das Mikrofon. Wow, er hat's gelernt. So, ja. Du kommst mal her zu mir bitte rüber, Chefchen. Stell ich mal ein bisschen nach vorne. Also, nochmal genau zuhören, ja? Also, liebes... Entschuldigung. Das war ja... Muss ich ja sauber machen. Na, also... mit dem ja, nicht. Ja, genau. Ich nehme lieber die andere Seite. Sieht ja aus wie ein Feuchtbiotop da drüben. Okay, andere Seite, also... Ja, doch. Genau, ich mach das besser, ja. Was wolltest du denn überhaupt? Ich wollte sagen, liebes Publikum. Okay, dann werde ich das mal übernehmen. Danke. Ich übernehme das mal, ja. Ja, nochmal gut. Liebes Publikum. Das ist schwer. Liebes Publikum. Soll ich was anderes sagen? Na gut. Liebe Leute. Ist das selber, ja? Wäre eh so feucht geworden hier vorne für euch. Bitte. Das war unser kleiner... Zirkusprogramm. Wenn es euch gefallen hat, klatscht noch mal ganz laut. Hey, super! Gib mir das Mikroskop, Mikrofon, Entschuldigung. Mensch, das habt ihr toll gemacht. Gib mir fünf, Chef. Und dein Kamerad deine Lappen. Ha, da guckst du was. Das hier, wir werden jetzt hübsche Kinder wieder aus euch machen. Ja, genau. Der ist ja gleich 3 Kilo leichter geworden. Ja, finde ich auch. 3 Kilogramm. 3 Kilogramm. Und so. Weil die das so super gemacht haben, bekommt ja, ihr noch eine Belohnung. Oh ja, eine ganz wichtige Belohnung. Aber ja? Die Damen muss man immer zuerst ranlassen. Genau. Immer den Vortritt die lassen. Damen. Beim Saubermachen, beim Kochen. Palimo. Ja, das ist gut. Das ist auch gut. Ja, danke schön. Wir auch noch was raussuchen. Was gucken mal. Was kann man noch essen? Ja, das schmeckt auch gut. Die sind auch noch gut. Guck mal. Die sind auch nicht zerschmolzen.
Sauer ist nicht mehr da. Sauer ist nicht mehr da. Aber die schmecken auch gut. Ja, genau. Dann nimmst du die noch. So, und dann noch eine ganz große Verbeugung. Verbeugung, die macht man im Rücken. Große Verbeugung. Und winke, winke und Applaus. Winke, winke. Und auf Platz marschieren. Auf Platz wieder, auf Platz marschieren. So, ja, Palimo? Ja. Ich weiß was, das hat mir so viel Spaß gemacht, wenn ich das nächste Mal zu spät komme, ja? Oh, Moment mal, ja. Was denn? Stimmt ja, wir sind ja zu spät gekommen. Stimmt ja, wir müssen ja jetzt unsere Freunde suchen. Gibt ja nur Ärger. Ach, ich weiß, was ich mache. Was machst du? Kinder, ich, Paulinchen, nehme mir vor, nie wieder zu spät zu kommen. Oh, darf ich mitkommen? Wohin? Nie wieder zu spät kommen. Na klar. Ja, aber das nächste Mal, wenn wir Spaß haben möchten, dann kommen wir wieder hier in dieses wunderschöne kleine Dörfchen mit den lieben, lieben Kindern im Kindergarten, nicht wahr? Und dann denken wir uns was Neues aus? Oh, dann erzählen wir euch eine andere Geschichte. Genau. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, einen super Sommer und noch einen schönen Tag hier im Kindergarten. Bis zum nächsten Mal sagen tschüss, Paulinchen. Und Palimo. Das bin ich. Und tschüss. Wir sagen auf Wiedersehen. Und natürlich mit tschüss. Einem Applaus und Dankeschön, auf Wiedersehen. Hey, cool. Danke. Aber ich muss auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Aber so wenig Kinder kann ich doch hier alle persönlich auf Wiedersehen sagen. Kali, guck mal! Ja, ich, meins. Nee, das ist meins. Meins. Ja, natürlich. Ja, www.gemeinde-kanto.de. Nehmt ihr mich mit?
kein Platz mehr. Oh, schade.